Thomas Geisler, Sie sind der Geschäftsführer vom Werkraum in Andelsbuch. Schon zum 8. Mal findet der Wettbewerb Handwerk und Form statt. Was ist denn dieses Jahr im Mittelpunkt? Ja, im Mittelpunkt ist wie jedes Jahr oder bei jedem Mal natürlich die Handwerksbetriebe aus dem Bregenzer Wald. Ohne die es diesen Wettbewerb nicht gibt. Die arbeiten natürlich auch zusammen mit Gestaltern, Architekten, die von überall herkommen können. Der Rundgang ist ebenso im Mittelpunkt. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Wettbewerbs. Natürlich sind alle gespannt und neugierig auch auf die Preisträgerinnen und Preisträger. Das sind natürlich die Gewinner des Abends, heute Abend beim Festabend und dann auch natürlich hauptbeobachtet während des Rundgangs. Wir haben aber auch tolle andere Projekte. Wir haben vom Handwerkerverein ein Sonderprojekt, einen eigenen Pavillon. Herberts Bar heißt das Ganze, ist im Außenbereich zu erkunden. Wir haben auch heuer zum ersten Mal eine Sonderausstellung in der Dorfwirtschaft in Jösler, wo wir Kooperationsprojekte mit Designschulen zeigen, unter anderem eben mit dem Royal College of Art in London und mit der New Design University in St. Pölten. Und was ist jetzt das, was Sie sagen, das sind die Highlights, die sollten sich die Besucher auf keinen Fall entgehen lassen? Ja, schwierig. Also man muss sich schon auf den Rundgang machen, sich ein bisschen Zeit nehmen. Minimum 2 Stunden, würde ich sagen, damit man halbwegs eine Idee hat. Das Highlight ist der Rundgang. Ja. Es ist die Kombination dieser neuen Produkte im Zusammenspiel mit den Orten, an denen sie ausgestellt sind, dass man sich auch bewegt, ja, dass das nicht irgendwie eine Veranstaltung ist, die nur an einem Ort stattfindet. Das Werkraumhaus ist natürlich ein wichtiger Ausgangspunkt, wo man sich trifft, wo man nachher auch gesellig beisammensitzt mit dem ganzen Rahmen und Musikprogramm, das wir haben. Aber das Wichtige ist der Rundgang und dass man sich da auf den Weg macht. Wie viele machen eigentlich das ja bei dem Wettbewerb mit? Wir haben heuer 122 Abgaben für die Jury. Genau, und daraus sind eben dann die Preisträger gekürt. Ursprünglich gab es an die 128 Anmeldungen. Und das hat sich eben aufgrund der Vorauswahl reduziert, beziehungsweise haben auch nicht alle dann ein Projekt abgegeben.